Freunde, ihr wisst es, seit Jahren nutze ich schon Y-Food auf meinen Touren, im Stream oder wenn ich auch mal einfach länger unterwegs bin im Alltag. Und ja, check das Ganze unbedingt ab. Für die Leute, die es noch nicht kennen, unbedingt mal die Probierpakete auschecken. Und ja, für die, die es schon kennen, einfach wieder ein bisschen die Vorräte auffüllen, denn mit dem Rabattcode Fritz-YouTube spart ihr noch ordentlich was. Vollwertige Trinkmahlzeit mit allem, was der Körper braucht. Viele von euch haben sich gewünscht, dass wir uns dieses Video mal gemeinsam anschauen. Ich möchte jetzt hier ganz unvoreingenommen und entspannt reingehen. Okay, Leute? Das soll jetzt hier kein Hate, kein Hass, kein Sticheln, bla 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 sein. Wir gucken uns das jetzt auf entspannter Basis einfach mal an. Und wir müssen auch mal ein bisschen, meine ich jetzt wirklich ernst, selbst reflektiert vielleicht auch sein. Okay? Seven vs. Wild. Ist das überhaupt noch Survival? Fragezeichen. Warte mal. Lass mal die Frage überlegen. Selbst erstmal beantworten. Selbst reflektiert überlegen. Ist Seven vs. Wild überhaupt noch Survival? Ich beziehe das mal auf Staffel 3 jetzt. Denke ich mal, weil aktuell. Ist das überhaupt Survival? Nee. Ist ja eine Show. Also kann es kein Survival sein. Es ist eine Outdoor-Show. Challenge-Show. Mit gewissen Überlebensaspekten drin. Okay? So würde ich es jetzt mal sagen. Mit Survival-Elementen. Survival-Simulation. Ja. Na, ist vielleicht schon ein bisschen hoch. Ich würde es mal eine Unterhaltungs-Outdoor-Show mit Survival-Elementen nennen. Okay. Wir gucken rein. Eben diesmal nicht von der Jagd, sondern auf unserem Grundstück, auf dem ich heute eigentlich Holz machen wollte, und zwar zum Heizen, zum Feuer machen. In Griechenland ist der Winter eingekehrt. Das bedeutet, wir hatten jetzt einen Kälteeinbruch. Es ist ganze 10 Grad und die richtigen Griechen haben, Patricia und ich, auch völlig verpennt, uns Holz zu besorgen. Und leider hat der Wintereinbruch, also ein ordentlicher Starkregen, die Straße so zerstört, dass ich nicht durchgekommen bin. Also habe ich meine Reiseflinte gepackt und einen Rucksack, um ein bisschen was zumindest an Holz zu machen und um hier etwas Feuer mit einer Pushbox zu machen. Das hier ist ein Hobokocher. Was ist das erstmal? Ein Hobokocher ist eine Blechschachtel oder eine Blechdose, in der Feuer gemacht wird. Und zwar relativ zentral. Und diese Buschbox ist so ein bisschen... Zufall? Ich glaube nicht. Nee, ich denke mal, dass das jetzt da irgendwie mit zusammenhängt. Ja, logisch. Ein bisschen Stein des Anstoßes bei Diskussionen um Seven vs. Wild. Ah, vielleicht deswegen. Ah, okay. Macht die Buschbox das Survival-Feeling kaputt? Für mich ja. Für mich macht die Buschbox das Survival-Feeling kaputt, ja. Nicht das Outdoor-Feeling im Sinne von, wenn ich jetzt eine Tour mache, aber wenn es jetzt so richtig so in so Survival-mäßig reingeht, Szenario, macht eine Buschbox für mich schon das Survival-Feeling irgendwie kaputt. Aber, das hatte ich auch in der anderen Reaction gesagt, ist halt die einzige Möglichkeit gewesen, um dort überhaupt dann was zu machen. Und das war es mir dann wert zu sagen, na gut, deswegen breche ich ja jetzt nicht das komplette Projekt ab. Macht die Buschbox viel vom Survival-Feeling kaputt, da sie vorgeschrieben ist, also die Teilnehmer der aktuellen Staffel, die mir übrigens gar nicht so schlecht gefällt, sind gezwungen, in der Buschbox Feuer zu machen. Und die Frage ist, ist es wirklich so ein großes Problem oder führt es das ganze Survival ad absurdum? Da möchte ich jetzt mal anders anfangen. Die Ausrüstungsvorgabe der aktuellen Staffel ist, dass die Teilnehmer alle ihre Ausrüstung in eine Energieflasche packen und einen Schlafsack dabei haben und einen Spot. Das ist ja schon mal kein Survival, sondern das ist eine Survival-Game-Show. Was absolut richtig. Bin ich 100% bei Joe. Ja, völlig in Ordnung ist. Und das kann ja auch super spannend sein. Jetzt befinden wir uns aber in der aktuellen Staffel in Kanada zu einer extremen Wetterlage. Ja. Zu einer Feuerlage. Ja. Und es ist schlicht und einfach vorgeschrieben, dass in der Buschbox Feuer gemacht wird. Mhm. Jetzt ist das Feuer in so einer Buschbox... Was fällt euch auf? Eine Sache möchte ich kurz anmerken. Was fällt euch auf? Erstmal neutral zu betrachten, aber mir fällt eine Sache auf. Richtig, die Buschbox ist nagelneu. Wo sich mir dann so ein bisschen die Frage stellt, hat Joe jetzt diese Buschbox extra im Internet bestellt oder sich zuschicken lassen für dieses Video? Ich glaube schon. Weil warum sollte er jetzt zufälligerweise genau diese gleiche Buschbox wie wir zu Hause nagelneu unbenutzt rumliegen haben? Die hat er ja safe fürs Video geholt. Was, wie gesagt, erstmal neutral zu betrachten ist. Aber ich trotzdem irgendwie ein bisschen auch witzig finde. Natürlich relativ klein. Es ist kompakt. Und ist natürlich Spekulation. Wissen tue ich es nicht.
Es eignet sich beispielsweise nicht, um ernsthaft damit zu heizen. Feuer ist natürlich... Weiß jemand, warum er das Gewehr dabei hat in Griechenland da? Kennt sich da jemand aus? Hat jemand andere Videos geguckt? Weil er hat ja auch am Anfang gesagt, seine Reiseflinte oder sowas, glaube ich. Irgendwie sowas hat er gerade gesagt. Das würde mich mal interessieren, warum die dabei hat. Jäger? Achso, ist er Jäger und darf er auf seinem Grundstück da jagen oder was zum Jagen? Eine der wichtigsten Grundressourcen, um zu heizen, Licht zu haben und sich Nahrung und Wasser zuzubereiten. Und das wird teilweise von der Bushbox schwieriger gemacht. Ja. Beispielsweise ist es nicht möglich, ein großes Wärmefeuer zu machen, ja, und sich an diesem Wärmefeuer hinzulegen und zu schlafen. Das ist aber gar nicht notwendig, da die Teilnehmer einen Schlafsack haben. Also da ist der Schlafsack schon die große Hilfe und die Übernachtung am Feuer ohne Schlafsack ist alles andere als angenehm. Absolut, absolut. Also wir haben da auch tatsächlich länger drüber nachgedacht zum Thema, weil die Grundidee war ja die Flasche, ne? Kriegst halt alles rein, was du brauchst, blabiblub. Und dann das Thema, gut, was ist mit dem Schlafsack? So, weil der Schlafsack, und das haben wir auch bei Fabio gesehen in Staffel 1, halt auch dann dazu führen kann, dass Leute halt unterkühlen. Und wir dachten uns halt einfach so, ey, wenn wir da keinen Schlafsack dazugeben, Alter, dann purzeln die Leute da raus, wie die fliegen. Und da nehme ich mich voll mit rein. Weil ich sehe mich nicht, und du weißt ja nicht, wie das Wetter wird, aber ich sehe mich tendenziell jetzt nicht an dem Punkt des Skillsets, dort 14 Tage lang ohne Schlafsack klarzukommen. Glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Also ist vielleicht möglich. Also klar ist es möglich, definitiv. Ne, wenn ihr so riesige Wärmefeuer hast und ihr einen passenden Shelter baust und alles. Aber das ist schon nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und da ist die Bushbox schon viel mehr Survival als der Schlafsack. Aber auch das ist ja völlig in Ordnung. Warte mal, da ist die Bushbox mehr Survival als der Schlafsack. Ich glaube, das ist halt darauf bezogen, wenn du jetzt keinen Schlafsack hättest, dafür aber ein Feuer oder so. Weiß gar nicht, wie er es meint. Das ist die nächste Frage. Warum können die Teilnehmer nicht einfach Feuer machen? Es ist so, dass die Teilnehmer, gelinde gesagt, keine Profis sind. Ja, aber das hat einfach was mit der Gesetzeslage zu tun in dem Land. Ich habe mich intensiv mit Feuern und auch Buschfeuern beschäftigt. Nicht nur, weil wir hier in einem extremen Waldbrandgebiet und Buschfeuergebiet sind, sondern auch, weil ich in Australien schon mitten in einem Buschfeuer unterwegs war, zu Fuß, zusammen mit einem guten Freund. Und das hat mir fast das Leben gekostet. Ich bin in Griechenland 2007 zu Fuß in den großen Buschfeuern des Peloponnes eingeschlossen. Ja, aber auch du durftest da kein Feuer machen, auch wenn du schon in Australien im Buschfeuer geschlafen hast. Weil das ist halt einfach die Gesetzeslage gewesen. Und hier direkt in der Umgebung, keine 6 Kilometer von hier entfernt, gab es vor 2 Jahren den großen Busch- und Waldbrand von Syria, der es auch in die deutsche Medien geschafft hat. Dementsprechend bin ich sensibilisiert und würde sagen, dass die Gefahr, die von so einer offenen Flamme wie der Buschbox ausgeht, immer noch hoch genug ist, aber kalkulierbarer, weil die Teilnehmer einen begrenzten Raum haben, mit dem sie arbeiten können. Es gibt eine ganze Menge von Techniken, die ich mal ausgearbeitet habe, und zwar natürlich für ein Buch, und zwar für das offizielle Bushcraft Essentials Hobo Kochbuch mit ganz, ganz vielen Rezepten. Da werde ich mit Patricia im englischen Kanal demnächst, das wollten wir heute eigentlich machen, aber ich bin hier mit dem Fahrzeug nicht durchgekommen, eine Folge darüber machen, welche Techniken tatsächlich mit so einem Hobo-Kocher durchgeführt werden, dass du frittieren, kochen, grillen etc. kannst. Also es ist eine... Grillen kannst du auf jeden Fall schon gut mit dem Grill anzünden und Holzkohle, da kannst du schon mal gut grillen. Das ist aber nichts Schlechtes da. Hilfe, es ist eine Schutzeinrichtung. Eingefasste Kochstellen, die so ein bisschen aussehen wie ein Hobo-Kocher, sind vor allem in trockenen Gegenden eigentlich ziemlich typisch, um zu vermeiden, dass das Feuer außer Kontrolle gerät. Und ich finde es ehrlich gesagt auch relativ gut, weil das verhindert, dass... By the way, hat jetzt gerade an sich mit dem Video nichts zu tun, aber meine persönliche Einschätzung zum Thema Waldbrandgefahr dort vor Ort... Ich kann jetzt nur von dem Spot sprechen, von mir, Martin, den ich kenne. Aber Zerro, Alter. Zerro. Da war alles pitsche, patsche, nass und durchgeweicht. Du konntest in den Boden, konntest so gefühlt 20 Zentimeter irgendwie so, wenn du da mal am Boden warst, hoch, diese Humusschicht da hochheben, das war alles durch.
Das war alles nass. Also ja, diese Warnstufe geht natürlich dann komplett für ein ganzes Land, weil es da natürlich auch Gebiete gibt, wo es anders aussieht. Aber da, wo wir waren, da an dem Spot, wo ich mit Martin war, hätte überall ein Feuer zünden können. Das hätte gar keinen gejuckt. Also, es hätte wen gejuckt, regierungstechnisch, regeltechnisch, gesetztechnisch. Aber ich meine jetzt rein von der Beschaffenheit vor Ort, das ist meine persönliche Meinung. Leute halt einfach Schwierigkeiten haben, wenn sie die Größe des Feuers antizipieren müssen. Also, du legst etwas auf und wenige Momente bis eine Viertelstunde später flammt das Material auf und kann höher werden und gefährlicher werden. Ein großer Teil der Seminare, die ich zum Thema Feuer gegeben habe, drehen sich tatsächlich nicht nur ums Entzünden, Erhalten und Nutzen von Feuer, sondern auch darum, wie Feuer sicher gehandhabt und auch wieder gelöscht werden kann. Vor allem, das siehst du hier auch, wir haben hier Wind und dieser Wind, der treibt die Flamme zur Seite weg. Das kann bei offenen Feuern eine große Gefahr darstellen. Kann man in Waldbrandgebieten Feuer machen? Du solltest es nicht machen. Es gibt verschiedene Techniken. Und in Australien beispielsweise, da haben wir... Ja gut, zum Beispiel im Sand halt, ne? Wie das ja hier, glaube ich, gerade ganz gut siehst. Das ist ja noch was anderes. Größtenteils mit Feuer gearbeitet. Da haben wir geräuchert, also die Fische, die wir als Nahrung, als Proviant gesammelt haben, haben wir vor Ort gegrillt oder geräuchert auf offenen Feuern. Und da arbeiten wir mit etwas, das überhaupt nicht so weit vom Hobokocher weg ist. Und ich sitze gerade drauf. Das ist eine Feuerstelle, die beispielsweise so aussieht. Der gute alte Steinkreis. Gewachsenen Boden, der wird mit einem Stein gesichert, also entweder freigegraben, dass wir hier Lehm haben, auf keinen Fall Nadeln oder Moos oder Torf. Und dann haben wir einen Brennraum, der aus 3 oder 4 Steinen besteht und gerade mal so viel Platz übrig lässt, wie der Hobo übrig lassen würde. Und das ist tatsächlich die Art und Weise, mit der man auch in Kanada Feuer machen würde. Aber nicht darf. Erst ganz offen, würden wir Knossi, Sascha und selbst Madin zutrauen, dass sie sich an kleine Feuer halten oder ob die das Ganze möglicherweise überziehen und eine Gefahr für sich und aber auch für andere erzeugen. Ist es noch Survival? Nee, da ist ein Spot dabei, da ist ein Schlafsack dabei, da ist ein Team dabei, es ist eine Survival-Sendung. Ja, absolut. Jetzt ist natürlich die Frage, ist eine Survival-Sendung überhaupt Survival? Obwohl die Survival-Sendung ja aussagt, dass es eine Sendung über Survival ist. Aber es ist kein Survival. Versteht ihr? Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass ein Hobokocher oder auch Anzündwürfel, man muss sie ja nicht verwenden, oder auch die Nähe zu anderen Menschen, diese Survival-Sendung dann ad absurdum führt. Du bist weltweit mit wenigen Ausnahmen, bist du immer in der Nähe von Menschen. Und sobald du die Möglichkeit hast, auch nur einseitig ein Signal rauszusenden über ein Notfallsystem, bist du nicht alleine, hast du die Möglichkeit zu kommunizieren. Frei nach Watzlawick, keine Notfallmeldung ist auch eine Kommunikation. Ja, stimmt. Du hältst sie zwar vor, weil du dann draußen bist, wenn du auf deinen Spot drückst, aber du hast die Möglichkeit zu kommunizieren. Hobokocher habe ich bei Seminaren verwendet, wenn ich mit Kursteilnehmern in... Alles ist doch eine Simulation. Ein echtes Survival ist doch nur Robinson Crusoe, wenn überhaupt noch. Finde ich gerade spannend, weil mir kam gerade der Gedanke... Pass auf, ich will das Thema jetzt nicht zu sehr aufmachen, aber... Ich will das auch nicht ins Lächerliche ziehen. Aber nur nochmal ein kleiner Gedankengang. Eine Survival-Sendung ist kein Survival. Aber ist dann ein Survival-Buch überhaupt noch Survival? Ist ein Survival-Training überhaupt noch Survival? Ist ein Survival-Trainer überhaupt noch Survival? Das ist ja, nichts davon ist Survival. Weißt, wenn du nach der Definition gehst, ist ja nichts von alledem, was wir irgendwie sehen, ist Survival. Wenn wir es jetzt mal so nehmen. Außer zum Beispiel der Andenabsturz, wer es gesehen hat, wo wir da an der Trümmerstelle waren, das kommt noch auf YouTube, aber gab es schon bei Discovery und D-Max. Das ist halt Survival, ne? In feuergefährlichen Bereichen gearbeitet habe oder wenn ich eine zentrale Flamme benötigt habe.
Du siehst, dass der Hobokocher jetzt langsam aber sicher abbrennt. Also ich hatte hier etwas an Holz drin und dieses Holz brennt runter. Und der große Nachteil ist, dass es hier kaum Glut gibt. Wir haben zwar die Möglichkeit, ein Gitter, also ein Rost zum Grillen aufzulegen, aber es bleibt relativ wenig Glut übrig. Ja. Da gibt es ein paar Tricks. Du kannst Steine reinlegen. Ja, weil der halt, das ist ja ein kleiner Kamin quasi, darauf aufgebaut, das sieht man hier unten, super krass Luft zu ziehen. Dadurch kannst du da drin auch viel einfacher Feuer machen, weil der halt so aufgebaut ist, dass das Feuer schön Sauerstoff kriegt. Aber dadurch bleibt halt auch nicht viel übrig, ne? Und es verbrennt auch ziemlich schnell. Oder du machst eine bestimmte Größe von Holzstückchen, die du wirklich runterbrennen lässt, ohne dass ja, es stimmt, einen Kamin zugibt. Das kann man ein bisschen verhindern, kann man ein bisschen modulieren. Da werde ich mit Patricia im englischen Video was dazu machen. Ich stelle euch die Bushcraft Essentials Bushbox und unser Hobo-Kochbuch unten in die Affiliates. Zusammengefasst finde ich persönlich die Bushbox als Sicherheitseinrichtung für die Teilnehmer eine ziemlich gute und gelungene Idee. Danke. Also da auch Kudo an Fritz. Ich persönlich finde es nicht anti... So bin ich nämlich mit Joe. ...survival, sondern ich finde es richtig, genau richtig, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich nicht gering, dass man die Feuerstelle einfach größer macht als notwendig und dementsprechend, ja, andere in Gefahr bringt. Wie sieht es aus mit den Techniken, die man damit... Fazit, beim echten Survival hätte man ohnehin eine sehr ähnliche kleine Feuerstelle aufgebaut. Boah, das weiß ich gar nicht tatsächlich, ob ich das so... Ja, kommt. Ich glaube, es kommt darauf an, mit wofür du dieses Feuer haben willst. Ja, willst du dieses Feuer haben, um deine kompletten Klamotten zu trocknen, weil alles nass ist? Na, dann machst du eher ein größeres Feuer. Willst du da so ein bisschen einen kleinen Fisch brutzeln? Ja, dann reicht auch ein kleines so, ne? Mit durchführt Wasser, Nahrung etc. kannst du alles auf der Bushbox machen, mit und ohne Topf, Steine erhitzen, funktioniert alles einwandfrei. Nur du hast eben eine kleine Feuerstelle und keine große, die dir möglicherweise außer Kontrolle geraten würde. Ich habe dir die Bushbox und mein Bushcraft Essentials Hobo-Kochbuch unten in die Links gesetzt als Affiliate. Wenn du Lust hast, das eine oder andere Rezept auszuprobieren oder zuzuschauen, wie wir... Würdest du ein Feuer für Aufmerksamkeit machen wegen Rettung? Ja, klar, auf jeden Fall. Definitiv. Ich würde den ganzen Wald abfackeln, um auf mich aufmerksam zu machen. Wenn ich auf der Insel wäre, ich würde die ganze Insel erstmal in Brand stecken, damit das so eine Rauchschwade kilometerweit nach oben gibt. Und dann würde ich am Uferbereich im Wasser warten. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Natürlich nicht. Aber klar, ein Signalfeuer oder sowas in einer echten Situation, ja, klar. Wie wir das kochen, auf dem englischen Kanal werden wir das machen und da werden wir auch im Community-Tab das eine oder andere Rezept übersetzt machen. So, und ich merke jetzt, fängt es gerade schon wieder an zu gewittern. Ich glaube, ich schaue, dass ich zurückkomme. Macht's gut. Retalk, erstmal Daumen nach oben, war doch ein grundsolides, feines Video. Also, wisst ihr, was ich meine? Da war jetzt keine Spitze, das war nicht auf irgendwas so hintenrum. War doch gut. Ich fand, es war ein Top-Video. Mir hat's gefallen. Ich fand's klasse. Sachlich und gelungen. Klar, eine gewisse Art und Weise, wie jemand Sachen vorträgt, das ist einfach eine Geschmackssache. Es gibt bestimmt auch tausende von Leuten, die mir nicht beim Reden zuhören können, weil sie sagen, der Vogel, also ich gehe Leuten auf den Sack, ist völlig normal. Nö, aber war da gut, war keine Stichelei drin, war einfach sachlich thematisiert. Und selbst wenn er das irgendwie auch anders gesehen hätte, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ich hatte es auch oft schon gesagt, aber mir geht es gar nicht um die Faktenlage an sich, weil jeder kann seine Meinung haben, alles gut. So. Und selbst wenn er sagen würde, das ist alles kompletter Bullshit und bla bla, ist ja auch völlig okay. Es geht aber für mich immer darum, wie bringst du etwas rüber, wie sagst du etwas, ne? Wie leitest du das Thema an? Und von daher muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht von diesem Video.